Willkommen in der grünen Küche. Heute mache ich noch eine Blumenkohlsuppe und nachher Gemüse mit Fisch. Seelachs Rückenstücke. Und so sehen die aus. Es hat unterschiedliche Grössen drin. Dann haben wir eins bei dem. Und eins bei dem. Etwa auf zweiter Stufe tun wir es erwärmen. Mit dem Deckel geht es noch etwas schneller. Kommen wir nun zum Gemüse. Fangen wir an mit der Blumenkohlsuppe. Einfach den ganzen Blumenkohl schälen. Dann ringsum die Rosen abschneiden, damit das harte Zentralstück rauskommt. Und durch das kann man es einfacher dämpfen, geht schneller. Es ist einfach richtig. Jetzt kommt das ins Löchersieb. Und so sieht das aus. In diesem Löchersieb tun wir den Blumenkohl auch waschen. Einfach kurz unter das kalte Wasser haben. Das reicht schon. Dann kommt das Löchersieb in die Pfanne, wo ein Bödel voll Wasser drin kommt. Die Pfanne kommt also das Sieb rein, zusammen mit dem Deckel und wird auf dem Herd erhitzt. Sobald es dampft, tut man Blumenkohl dämpfen, bis Blumenkohl weich sind. Bis das so weit ist, tun wir den Ingwer entsaften. Wir schneiden mit dem Messer ein Stück ab und durch die Presse. Und reiben und entsaften. Den Rest vom Ingwer tun wir gut aufbewahren und machen später einen Ingwertee. Den Saft den tun wir direkt in die Kasse rollen. Unterdessen dampfen auch Blumenkohl. Wir schauen mal, ob sie schon gut sind. Ich stecke ihn hier rein. Stechen. Achtung, heißer Dampf. Und fühle mit dem Messerspitze, ob sie genug weich sind, dass ich sie pürieren kann. Es braucht noch etwa so 1 bis 2 Minuten. Dann kann ich sie dann rausnehmen. Dann tiefgefrorene Fisch, den ich auf Stufe 2 eingestellt habe, tue ich jetzt wenden.
Wieso nur auf Stufe 2? Ich will ihn ja nur auftauen lassen. Sobald er dann auftaut ist, tue ich ihn dann rausnehmen. Jetzt ist der Blumenkohl fertig. Und tue ihn in das Litergefäß abschütten. So umleeren. Und fülle es mit Wasser auf, etwa auf einen halben Liter. Damit es auch nicht so spritzt, tue ich den Blumenkohl mit dem halben Liter Wasser jetzt nur noch mixen. Jetzt leere es um in die Kasse holen, wo sich der Ingwersaft befindet. Jetzt schmecke ich es ab mit Gemüsebouillon. Das gibt auch zusätzlich noch etwas Saft. Und gebe die Gemüsebouillon in die Blumenkohlsuppe. Mit ein bisschen Creme fraiche tun das Ganze verfeinern. Mit Pfeffer und Salz tun es noch ein bisschen abschmecken. Jetzt ist die Suppe fertig. Ich habe sie jetzt in das Litergefäß hineingeschüttet. Etwa so 300 Gramm und tue es in den Suppenteller abfüllen und garniere Tunis mit Pfeffer. In der Knust kann man auch noch ein Stück Petli drauf tun oder ganz wenig Rüeblikraft. Das könnte man gerade machen. Dann haben wir gerade ein bisschen von diesem Rüebli, dann so ganz wenig in die Mitte drüber brateln. Das reicht schon. Und in so kurzer Zeit hat man eine feine Blumenkohlsuppe. Das, was jetzt noch feurig ist, tue ich abkühlen lassen. Und ganz am Schluss in so Behälter abfüllen. Da kann ich es dann eingefrieren. So kann man literweise machen. Und den Rest nach 6 Monaten noch auftauen und aufwärmen. Jetzt gehe ich die Suppe essen. Und nachher machen wir weiter mit dem Fisch und dem Gemüse. Es hat sehr gut geschmeckt. Nicht nur, dass es nach Blumenkohl schmeckt. Durch den Ingwersaft meint man, ist noch ein bisschen Zitrone enthalten. Aber das ist nur so ein Schein durch die Säure vom Ingwer. Und was ja auch nicht ganz ungesund ist im Winter, als Abhärtung vor Grippe kann man ab und zu mal so eine Blumenkohl-Ingwer-Suppe essen.